Zurück im Glück bei Ziff 5. Haha, das war ganz toll. So, weiter Ja, geht's. und fast auch reimend. Also ich muss sagen, zwischen Babylon und Akkad finde ich natürlich geil, dass sie da so einen Kreisverkehr bauen. Bringt mir nicht so viel. Stimmt, da fehlt nur noch eine. Na, so eine Verkehrsinsel ist da ja in der Mitte, wenn man mal ranzoomt. Ja, deswegen ja. Ne? Das ist eine kleine Verkehrsinsel. Pferde, die am Straßenrand grasen. Ah, wie im Wilden Westen. Ja, Straßen im Wilden Westen. Geht klar. So, jetzt haben wir noch Überlegen, das was ziehe ich denn Barbarenlager noch im hoch da Norden. zum Barbarenlager? Ach komm, nochmal Imps hier. Ein Imps und ein Bogenschütze müsste eigentlich reichen. Du hast da ja auch noch Ja. Einheiten stehen. Ja, das. Das sollte funktionieren. Frage ist, ob ich das nicht schon vernichtet habe, bevor du da bist, aber das werden wir dann sehen. Ja gut. Ich Für wollte mal Venedig gucken. habe ich. Oh, ich kann dir noch Elfenbein schicken. Oh ja. Brauchst du noch Eisen? Ich habe noch 10 über und 3 Pferde. Also ich habe ein Eisen plus und minus ein Pferd. Also wenn du von jedem noch so eins hast. Oder zwei. Ich schick dir mal was. Ja, aber beim Jove, das entwickelt sich. Babylon, guckt euch das an. Guck mal, ich habe jetzt plus 8 Zufriedenheit, das heißt, ich habe 138 Forschung. Die Forschung läuft doch echt gut. Jetzt muss nur noch Skrobula Name da ein bisschen in Wachstum kommen und dann geht's. Dann ist alles wieder im grünen Bereich. Mit dem Gold bin ich jetzt bei minus 2. Das ändert sich irgendwie jede Runde. Das kann aber auch damit zusammenhängen, wenn du den Fokus der Stadt auf Standard hast, dass der das immer anpasst, nach verschiedenen Kriterien. Dürfte eigentlich alles auf Produktion sein. Mal schnell, weil ich glaube, Skrulaner Name ist nicht auf Produktion. Doch, ist auch auf Produktion. Ist alles auf Produktion. Okay. Ich werde hier auch noch mal ein paar Triebwerke Aber ich bauen. sag mal, Skrulaner Name hat gerade nichts, wo er produzieren kann. Also geht er dann wohl auf was anderes. Friedensvertrag abgelaufen, das passt doch. Weil da können wir nämlich bald wieder den Krieg erklären. Ich bin ja jetzt auch kurz davor, hier meine Einheiten. Asko oder Name. Oh, natürlich haben Fixieren. sie jetzt noch mal Einheiten produziert, das Barbarenlager oben. Aber nur normale Leute. Alles noch im Rahmen. Moment, kann ich da oben noch mal Elfenbein dazu kaufen? Könnte ich, würde mir aber nichts bringen, weil 1, 2, 3, 4 Felder. Ne, ist zu weit weg. Das bringt gar nichts. Was ist denn noch abgelaufen? Achso, das war ja nur der Friedensvertrag. Und wir Ja, haben das war nur der Wirtschaftswesen Friedensvertrag. entdeckt. Sehr gut. Das heißt, dadurch sollte es etwas besser auch laufen vom Gold her, ja. Jetzt bin ich wieder bei Null. Anstehende Sitzung. Unbedeutende Niederlage. Egal, ich schaffe das Barbarenlager noch. Ich habe es einmal kurz eingenommen. Ich war mal so dreist wegen dem Gold. Ich krieg plus 6 Glauben. Ich habe eine heilige Stätte gegründet. Hey. Unglaublich. Vielleicht kann ich ja dann auch bald mein eigenes Pantheon gründen. Technologie Ah, stehen. schon. Diesmal die Optik. Ich klaue aber auch geile Sachen hier im Spiel. Das ist ja Oh Mann. Optik-Sega, das ist alles so am Anfang. Naja, was soll's. Es ist egal, es ist besser als gar nichts. Es bringt uns ja Das voran, stimmt. das ist es. Entschuldigt bitte, ich habe geniest. Sollte Mitch das nicht rausgeschnitten haben, habt ihr jetzt Nee, Pech. die Arbeit mache ich mir jetzt nicht. War ja klar. Mitch, die faule Sau. So. Das Ding kann ich jetzt auflösen. Plus 3 Gold. Bis zur Heilung aussetzen. Technologie stehlen. Kompass. Das hat sich jetzt gelohnt. Der Kompass hätte noch eine Runde gedauert. Ja. Jo, befördert. Ein Und Trebock nächste ist fertig Runde. geworden. Mitch produziert weiter Militäreinheiten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch. Muss ich den noch runterschicken? Nee, pass mal auf, den schicke ich schon mal nach Gao. Er hat ja Ja, genug. ich muss sie ja eh nachher alle wieder hochbewegen. Ne, weil da unten ist ja nichts mehr. Interessantes, das ist. So, der Ritter. Schwertkämpfer. Machen wir ein bisschen Kultur mal zwischendurch.
Die Einheit wird aufgelöst, die brauche ich nicht. Also bevor ich den Kompositbogenschützen aufgewertet habe und der geheilt ist, habe ich einen neuen gekauft oder gebaut. Das bringt dann irgendwie mehr. Und ja, Skrulaname wird gleich verbunden. Angeschlossen. Sehr gut. Ja, gleich. Ne? Dauert ein bisschen, aber bis dahin. Große Persönlichkeit wählen. Ja, natürlich einen großen Wissenschaftler. Was denkst du denn? Zack, Produktion wählen. Gendarmerie. Nein, eine Bank bitte. Und nächste Runde. Dass sie sich jetzt alle gegenseitig hier den Weg versperrt. Ja gut, nächste Runde. Scheiße, egal. Wird schon klappen. So, nächste Runde. Mitch, du hast nicht nächste Runde. Achso, nein, ich war noch gerade was bauen. Und hier oben baue schon mal ein Musketier danach. Ein Tribok. Juhu. Schenke ich das noch rüber? Nein. Nein, das ist Quatsch. Aber Venedig gehört mir, nur dass du es weißt. Ja, Christo. Meine Stadt. Hier unten ist auch nicht mehr viel. Außer natürlich noch ein Barbarenlager. Und ein Barbarenlager entdeckt. Westlich von Küstenstadt. Da unten sind natürlich noch mal Barbaren, ist klar. Bei Venedig. Ja. So. Also gleich können wir dann auch tatsächlich angreifen. Oh, Moment. Mache ich jetzt mit dem Tribok ein Barbarenlager? Mit zwei Triböcken mache ich ein Barbarenlager alle. Ja, das kann man auch so machen. Wehe, wenn ich dir jetzt verliere. Das wäre richtig scheiße. Ja. Oh Gott, schön nah dran am Barbarenlager. Die haben natürlich Musketiere. Ist ja auch nicht wirklich schlecht gegen Tribocke. Nochmal Technologie stehen. Astronomie. Sehr schön. So, jetzt kann ich bei... Oh, einer baut den Koloss. Was? Jetzt einer erst? Baut den Koloss, ja. Jetzt erst, jetzt schon, wie auch immer. Mhm. Eine Stadt wird religiös, Babylon. Der Feiertag in der Stadt Kerulaname ist vorüber. Sie benötigen nun die Ressource Krabben. Kriegen wir hin. Ich muss nur Venedig einnehmen. Das sollte ja wohl machbar sein, oder? Ja. Das sollten wir hinkriegen. Och, die Triböcke machen ganz schön Schaden. Triböcke machen ganz schön Schaden gegen die Musketiere da. Ja, das stimmt. Gar nicht so übel. Und nochmal ein bisschen Golden Kultur geholt. Sehr gut, so gehört sich das. Ja, nochmal die Triebböcke hier nach unten ziehen. Also meinetwegen können wir nächste Runde einmarschieren. Nächste Runde? Abgeordnete einsetzen. Wissenschaftsfinanzierung. Ich habe natürlich nur einen Abgeordneten. Mache ich denn auch? Beide? Oder noch ein Embargo gegen Kentaro? Ach, machen wir nochmal eins. Oder? Der dürfte ja noch nicht angegriffen werden können. So. 1 und 1? Ja, mach ich. 1 und 1, mach 1 und 1. Ist zwar ein eher schlechter Internetanbieter, aber sagen wir nichts gegen. So. Ja, Skrumula-Name ist gleich angeschlossen und es hat sogar Wachstum. Es hat Wachstum. Nee. Juhu, noch 4 Runden. Embargo Karthago gescheitert. Wissenschaftsfinanzierung erlassen. Das ist okay. Sehr gut. Weltreligion, der Islam. Na, das geht immer hier nicht los. Das hat nichts mit der Religion an sich zu tun, sondern hier im Spiel nur. Was machen so, wir? Du wolltest angreifen, ja? Ich würde mal immer noch das Embargo gegen Karthago machen. Nochmal. Jo, mach mal. So. Ich fange gleich an. Zulu hat ja gesagt, Arabien hat nein gesagt. Gut, dann machen wir mal. Alle haben nein gedrückt außer Zulu.
Ach so, hast du den Krieg schon erklärt? Gut. Wir sind doch noch im Krieg. Das ist immer noch der gleiche Krieg wie vorher. So. So. Du machst bitte Bereitschaft. Ne, warte, verschanzen, ne? Ne, Bereitschaft ist okay. Nächste Runde. Kostspieliger Angriff. Angriff via Fluss, Malus gegen Städte. Aha. Okay. Städte ist gar nicht so schlecht verteidigt, muss ich ja jetzt mal sagen. Du hast zweimal Krabben. Auch nicht schlecht. Ja, das wäre ziemlich geil. Da ist ein venezianischer Händler. Den kriege ich ja dann vielleicht auch noch. Du machst bitte bis zur Heilung verschanzen. Bautrupp venezianisch klauen. Stadt angreifen. Moment. So. Kannst rein, wenn du noch hast. Der Ritter. Nein. Nein, kann nicht rein. Also würde nicht reichen. Aber nächste Okay. Runde dann. Na gut. Schnell geklärt. Moment, Ja. das heißt, den kann ich schon mal wieder zurückbewegen. Oh, guck mal, wir haben einen Barbaren. Da ist schon wieder ein neuer Barbarenlager. Ich bewege schon mal ein paar Einheiten wieder zurück. Ja, mach mal. Weil Aber nicht alle. das kann ich ja schon mal nutzen. Das ist klar, dass wir den jetzt einnehmen. So, ich mache schnell mit meinen Katapulten. Zack. Aber das reicht schon. Das obere kann ich schon wieder zurückziehen. Ich habe auch gleich einen Bauarbeiter da. Alles gut. Marionette erstellen. Und jetzt wieder. Marihuana-Plantage. So. So, Stadt als Marionette belassen, bitte. Wieso kann ich nichts bauen? Damit ist ein Team komplett ausgelöscht und wir stehen 400 Punkte hinter dem anderen Team. Oh mein Gott, das Ich hoffe wird mal, dass sie lustig. uns technisch nicht überholen. So, Einheit benötigt Befehle, Bauarbeiter. Ich kann nicht bauen, weil deine Einheiten da im Weg stehen. Die Armbrustschützen kriegst du nicht mehr weg, oder? Guck gleich. Wo sind denn Armbrustschützen? Warte mal, ich. Doch, die krieg ich noch. Nee, krieg ich nicht. Okay, Christian, dann baue ich erstmal einen Handelsposten dahin. Sehr gut. Das heißt, du hast denn jetzt vier Städte? Ich auch? Ja. So, und Guck hier mal, ist jetzt endlich der punktemäßig Bautrupp. bist du auch gar nicht so weit hinter mir. Also es ist wirklich Ja, jetzt ist halt alles der Anstieg, wieder. ne? Jetzt ist wieder gut. Kann Jetzt muss ich sogar nur meine passieren, dass Einheiten du heilen. punktemäßig mich nachher überholst. Was auch vollkommen in Ordnung wäre. Drill, Langschwertkämpfer, Einheit modernisieren. Produktion wählen. Machen wir dann so. Ihr geht jetzt nach oben. Wirst du auf dem Rückweg nochmal bei Akkad das Lager aufräumen, oder? Das kann ich machen, wenn du möchtest. Dann geht es ein bisschen schneller. Wo ist da denn noch das Lager? Ach, da oben, ja. Da ist gerade neu entstanden. Durch den Erwerb der Ressource der Krabben hat Skorula Nama einen Aufstieg, ein Wunder gekriegt. Juhu. Sehr gut. Einen Feiertag bekommen, so rum. Aber dass die Wild nicht. Aber dass Venedig hier nichts übernommen hat und so, ne? Oh, Kupfer und Zitronen. Wurden beendet, ja. Das machen wir dann mal. Du kriegst. Oh, ich krieg jetzt auch Krabben von dir. Theoretisch wäre das Ansonsten machbar, ja. lassen wir alles wie gehabt. Könntest du mir sonst ein bisschen Gold geben? Ich habe minus 7, aber ich könnte dir eine gewisse Menge Gold geben. Nicht pro Runde, sondern eine gewisse Menge. Ja, kannst du ja gleich nochmal machen. Dann nimm den einfach mal ruhig an. Das
So, ich habe mal vorgeschlagen und gegen ein Gebot gemacht. Danke, weil dann bin ich im Plus, dann geht meine Forschung auch wieder ein bisschen voran und dann bringt Ja, sie auch noch deswegen habe ich was. diesmal nicht alles geschickt. Warum habe ich plus 0 Glauben, wenn ich eine heilige Stätte habe, die plus 6 Glauben gibt? Gute Frage. Er ist wahrscheinlich nicht bewirtschaftet von Skorula-Name. Das kann natürlich sein. So, aber jetzt muss ich sagen, liegt Skorula-Name echt gut. Ich muss nur noch Venedig dann mit einer Straße verbinden, nachdem ich Goldpferde wieder geholt habe. Ich hoffe mal, dass ich bald meine Impis upgraden kann. Ich weiß echt nicht, was da die nächste Stufe ist. Aber wir werden ja auch den Kriegszweig ja jetzt auch mit erforschen. Vergesst nicht im Norden, ne? Bestie. Ah. Ach, da bist du schon mit den Musketieren. Ich weiß auch nicht, warum da so ein kleines Lager kommt. Also, wo die ersten Dinger produziert werden. Das ist halt echt eher so ein bisschen lustig als wirklich gefährlich. So, du gehst als Ritter bitte mal hier runter. Du gehst als Musketier dahin. Das tut man ja. Ich muss mich jetzt die barbarischen Musketiere erstmal auslöschen und unten dann das Lager noch vernichten. Was haben die denn hier bitte an Missionaren unterwegs da? Das ist echt der Hammer, ne? Das sind die Grünen, oder was? Ja. Die sind echt ein bisschen verrückt, was die Missionarsmenge angeht. Und dann versperren sie auch noch die Wege, das ist das Blöde. Erstmal alle Einheiten wieder rüber bewegen. So, das wird bitte repariert. Ah, die Stadt Babylon kann einen angreifen. Das gibt's doch nicht. Guck, da ist jetzt schon wieder ein Barbarenlager. Ey, die hören aber auch nicht auf, ne? Das ist echt unglaublich. Was müssen wir hier machen? Oh, bisschen Bengao für Nahrung sorgen. Kann ich schon irgendwas upgraden an einer? Nee, leider Ab nicht. wann annektiere ich die Stadt? Ach, vier Sobald die Runden, okay. Faust weg ist. Darunter ist immer so Ja, eine vier kleine Runden Faust. Widerstand. Und dann Ja, lohnt sich das normalerweise, nicht. also ich muss sagen, ich annektiere eigentlich nie, ich übernehme sie sofort, aber. Ja, also du machst erst keine Marionette, sondern. Ja. Genau. Ist aber rein taktisch Quatsch, weil du mehr Unzufriedenheit kriegst dadurch. Ja, nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich sorge noch ein bisschen für Zufriedenheit, baue noch mal einen Zirkus, damit die Leute auch was Positives mal sehen und nicht nur Krieg, Krieg, Krieg. Brot und Spiele. So schaut's aus. Ach, ich krieg's ja dank der Straßen, die wir hier gebaut haben, recht schnell wieder hoch. Was super ist. Sobald sie auf den Straßen sind, geht das richtig hucki-zucki. Ja, das stimmt. Das ist echt immer wieder schön. So, Habe das ich haben wir hier unten noch irgendwas? repariert. Ne, das bist du mit deinen Musketieren. Und wenn Ja. du, ich sag mal, wenn du soweit deine Bereiche hier im Plus hast, könntest du ja schauen, ob du auch noch Militär machst. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Nö, nee, Quatsch finde ich. Also ich persönlich finde das nicht Quatsch. Das ist schon richtig so. Um halt dann auch noch Militäreinheiten vorne am Krieg direkt zu haben, mich so ein bisschen zu supporten und dann hast du auch noch ein bisschen Kriegsaction. Sonst wäre es langweilig auf Dauer. So, Naja, die Zuschauer sehen ja Produktion. eh das von mir, aber Ja, glücklicherweise, für dich auch soll es ja auch ein bisschen mehr Spaß machen denn. Wobei ich sagen muss, auch Runden ohne Krieg machen mir auch Spaß. ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, Weil da dann Räucherwerk echt so ist die durch. Spannung dran liegt, ne? Oh, hier ist noch ein Bauarbeiter drin. Natürlich auch gut. Kann ja noch mal mit Daido ein bisschen handeln, fällt mir gerade mal ein, wo wir jetzt gerade nicht im Krieg sind. Räucherwerk gegen Eisen? Will sie nicht. Gold gebe ich nicht her, das brauchen wir mehr als genug. Ich werde mal den Lancier mitnehmen und stattdessen einen Amboschützen in Umgangsliebe reinstecken.
damit wir mal eine höhere oder eine höhere Tech-Stufe haben mit dem Krieg. Karthagische Karavelle. Jetzt packen wir mal in die Liste noch hier oben an der Küstenstadt auch ein Arbeitsboot und ein Frachter. Können wir vielleicht da auch noch mal handeln? Aber guck mal, Wissenschaftstheorie haben wir gleich. Also. Ah, sehr gut. Dann kann ich wieder die öffentliche Schule bauen. Da geht es da auch gleich runter Richtung Militär, was auch sehr wichtig ist. Ja, dass wir da mal hinterherkommen. Denn Also zur Zeit. man könnte natürlich auch, ne, immer noch den Wissenschaftssieg versuchen. Nur der braucht, glaube ich, länger noch als der Militärsieg. Davon gehe ich schon relativ stark von aus. Davon gehe ich auch. Boah, jetzt ist auch Gao mit Militäreinheiten. Ich lasse sie halt in dem Land, weil ich möchte die Möglichkeit haben, sie abzugraden, wenn wir noch irgendwas bis dahin erforscht haben. So, auch noch ein bisschen Forschung reinstecken hier. Werde auch noch ein paar Universitäten bauen, da noch staatliche Hochschule, damit das da auch ein bisschen weitergeht. Ja, ich mache jetzt gerade noch das Weideland. Ich habe jetzt endlich mal ein paar Pferde. Rechts von Babylon ist noch ein Legionär. Warenlager. Bin gerade dran mit meinem Ritter. Und bei Venedig bist du unten auch dran. Schön. Oh, guck mal, da ist ja noch zweimal Krabben. Geht doch. Okay. Oh, ein Weltwunder. Naturwunder entdeckt. Wow, was ist das denn? The Great Barrier Reef. Oh, das ist natürlich richtig gut, das Ding. Aber Vielleicht dafür sollte eine ich hier unten extra noch eine Stadt Stadt gründen? machen. Hm, Naja, gute ist immer noch Frage. Krabben sind auch dabei, ne? Ja. Ja gut, die Also so Frage verkehrt wäre ist, das gar nicht. wofür die Krabben, wenn du sie nachher nicht handeln kannst und wenn sie nicht zusätzliche Zufriedenheit bringen. Aber Gold bringen sie. Aber wenn monetisiert, geben sie plus 4 Zufriedenheit und ein Ja. Gold. Also so verkehrt wäre es Ja, jetzt wobei, nicht. ich weiß nicht, ob Aber das dann stimmt, würde ich, guck mal, aber. da wo meine Pikeniere, wo mein Musketier, warte, wenn ich jetzt ein südlich vom Musketier Ja. da eine Stadt gründe, dann komme ich an die Krabben, Great Barrier Reef und an die Wale ran. Oh ja, Wale ist auch. Ja, das wird sich nochmal lohnen. Oh doch. Ja, Wird zu ja. machen. So würde ich dir Wo aber in ist denn? naher Zukunft empfehlen. Ja, Venedig wird jetzt erstmal Stadt annektiert. Was bauen die? Münzanstalt, Produktion Ja, ändern. das nochmal. Ja, das ist noch die alte Einstellung. Moment, warum ist hier ein Langschwertkämpfer von Daido? Moment, Warum greifen kann wir uns ich an. keine. Ne, ist nur ein Einzelner. Gut. Ich wollte gerade Wo ist sagen. denn? Wieso kann ich kein Ding bauen? Was Hier. denn? Du kannst doch nicht, wenn du es nicht annektiert hast. Die Stadt ist annektiert. Ja, was willst du Warum denn kann ich bauen? kein Gerichtsgebäude bauen? Das ist eine gute Frage. Wie viel Gold hast du? 217. Ich könnte. Was würdest du brauchen, um es zu kaufen? Ich kann es auch nicht kaufen. Ist ein Ich bisschen würde seltsam, an ne? deiner Stelle das nächste Runde nochmal versuchen. Versuch mal die Runde zu Ja, beenden. Es kann sein, mach dass das ich. da jetzt gerade ein bisschen hängt. Oder dass du die Stadt vielleicht erst eine Runde in deinen Ja, Annexion Barbarenlager machst. entdeckt. Oh, ich sehe hier gar nichts mehr in Gao, wo ich noch was ausbauen muss. Moment, warte mal. Da einmal rüber. Nö, kann ich nicht. Da ist das Gerichtsgebäude, geht doch. Jetzt ging es 7 Runden. Vollkommen in Ordnung. Es wäre schön, jetzt schnell die Wissenschaftstheorie zu beenden, damit wir auch vorankommen, 6 Runden. weil meine Armee wird langsam veraltet. Und ich weiß nicht, wie Ja. weit die anderen sind. Vollkommen in Ordnung. Bisschen Arbeit. Was kommt danach? Nach Wissenschaftstheorie? Ach so, dann kommt die Chemie, oder? Nee, Moment. Doch ja, das Ja, wäre nach der Wissenschaft. super. Dann Dünger und Militärwissenschaft. Ja. Ja, oh, natürlich bauen sie jetzt noch mal neue Einheiten, die direkt angreifen dürfen. So, Kabul, noch mal Gold machen. Jetzt habe ich plus 30 Gold, immer gut. Brauchst du noch einen Bauarbeiter? Nein, habe ich alles, danke. Jetzt bauen wir noch mal schnell Taj Mahal.
Dauert nur Ist das 23 schmal, Runden. ja. Ja, gibt plus 4 Zufriedenheit. Ja, da kommen wir auch schon wieder zum Ende. Die 25 Minuten sind Ja, erreicht. schon wieder. Ja. Leider, leider. Aber ihr wisst ja, in der nächsten Folge geht's wieder weiter. Haut rein und bis gleich.